So, meine Freunde des deutschen Beachvolleyballs, willkommen zu unserem Vlog von Paul und mir. Wir sollten eigentlich schon in der zweiten Woche von Bremen dran sein. Da kam ja leider was dazwischen und deswegen nehmen wir euch jetzt ein bisschen mit ins Wochenende. Und bei uns startet es tatsächlich jetzt morgens um 10 Uhr oder 11. Ich glaube es ist 11. Mit einer Trainingseinheit, einer lockeren, eher einer Aktivierung. Paul ist natürlich schon da. Guck mal. Ui. Paul, was hast du sagen zur Begrüßung? Wie viel hast du heute schon so gesprochen? Wie viele Minuten? Ich habe gerade angefangen. Ah, okay. Du hast nicht beim Frühstück oder so gemacht? Nein, ist doch langweilig. Ich glaube, genau, du zeigst den Leuten mal, was du frühstückst. Wen juckt? Das wirst du sehen schon. Ist, schönes Wetter, aber da hinten sieht es sehr dunkel aus. Ich erwarte Schlimmes von Hamburg. Ja, wir beeilen uns. Das ist Saskia, unsere Trainerin. Morgen. Jetzt trainieren wir hier. Bruder, sieht wirklich, Alter, das ist nicht gut. Scheiße, ey. Ich mach schnell Warm-up. So, wir sind durch mit Training. Hat einmal kurz geregnet, aber wir sind verschont geblieben. Und die Prominenz hat sich in Hamburg eingefunden. Sag mal hallo, wir machen einen Vlog. Verpiss dich, du Hurensohn. Mach was Geiles. Jordi, schneid nicht rein. Lass einfach. Ja, okay, das kannst du reinschneiden. Bodenlos. Luisa, was hast du da? Hast du was abzugeben? Das ist das letzte heilige goldene Stück von unserer für unsere Psyche. Och, Mann. Ich habe mich schon gefreut. Es sind jetzt noch 3 Stunden zum Spiel. Jetzt ja, gehen wir im Prinzip eigentlich nur kurz nach Hause, jeder was essen und dann geht's auch schon los zum Heiligen Geistfeld. Der King himself. Ja. Ich halte aber mal ein bisschen mehr drauf. Auf uns, auf dich. Habt ihr schon gespielt oder spielt ihr noch? Wir spielen erst heute Abend, 19:30. Ah, habt ihr euch ja dran gewöhnt, oder? Gegen Robin und Lukas. Ja, stimmt. Die Abendzeit ist gut für uns. Das können wir gut. Ja. Muss immer da vorne hingehen. Da ist jetzt die ganze große. Ja, ich weiß, ich weiß. Auch Schulmann und so. Ja, der ganze Rudelbums trifft sich hier wieder. Alle sind sie hier. Der Stuhlmeister. Grüß dich. Jenny, ja? Mein Bester. Wir haben uns schon gesehen. Hallo. Servus. Servus. Sehr gut. Servus. Was sagst du? Was ist deine Prognose für nachher? 2-0, ganz klar. Und deine? 2-0. Okay, ich sage auch 2-0, aber ich weiß auch nicht, welche Richtung. Also, wer den ersten Satz gewinnt, der holt das Spiel, oder wie? Können wir dann auch aufhören, ne? Hast du ein bisschen was gemacht? Sag ehrlich. Ganz bisschen. Ganz bisschen. Aber ihr habt doch Turnier in Frankenberg auch gewonnen. Ja, ich habe die ganze Woche gebraucht, um mich wieder zu regenerieren danach. So, wir gehen natürlich in den Backstage-Bereich auch mal rein. Schauen uns den ganzen Aal an. Schnädeli. Wie geht's dir? Gut? Du kommst da nicht drum rum. Du hast mir das Ding auch noch gegeben. Ah ne, es war Dirk. Bist du selber schuld. Du weißt doch, dass ich dann Schabernack mache. Aber gestern war ich da oben, ne? Und da hat richtig gewindet und dann war es so ein bisschen wackelig. Da habe ich mich unsicher gefühlt. Ja, bin halt ein Weichei. Du musst Flo aber noch Hallo sagen. Hallo Flo. Machst du, auch wenn wir schlecht spielen, machst du gute Highlights dann rein? Also, weil ist wichtig. Die Lowlights? Das war Doppeljeet. Gestern war ich da oben auch. War das verboten? Heute ist Quali ist okay, aber. Weil es verboten. Nee, das mache ich nicht, dann ist Hüfte raus. Umbo, ich muss eh aufwärmen. Ach, Digga, dieser Block wird so schlecht, Alter. Hier seht ihr den Warm-Up-Court. Alles stehen geblieben von King of the Court gestern. Frauen machen sich auch schon bereit. Wir haben noch ein bisschen, würde ich sagen. Bis später. Ich hab gesagt, wir müssen Pause machen. Jetzt erst erster Satz vorbei. Hinter uns, die sollen schon müde werden. Ist das hier, um Bullshit zu labern oder was? Richtig. Das ist wirklich das Schlimmste. Und vor allem das Spiel ewig dauert. Ich glaube, jetzt ist 15:30 oder sowas. 15 Uhr ist das Spiel angesetzt. Und die Scheiße dauert ewig, ey. Und du musst immer warten, dich warm machen. Danke, liebe Frauen. Die Situation, ich finde auch, bei Armin kommt ja kein Schritt im Endeffekt weiter nach vorne. Ja, das liest ja diesmal. Ja, ich finde das so anstrengend. Ich meine, jetzt haben wir ein bisschen Zeitverzug irgendwie im Timetable. Ja gut, aber den muss weinen. Scheiß Langeball, schönes Zuspiel. Ja, aber das wird es trotzdem Jonas gewesen sein. Svenny kann nicht den zweiten Ball angreifen. Jetzt alles frei. Und Armin hat es schon abgeschenkt. Kommt ihr morgen wieder? Ja klar. Ja, geil, Alter. Freuen wir uns. Ah, guck mal, jetzt muss ich nach dem Spiel hier noch unterschreiben. Alles klar, vielen Dank. So, jetzt kommt noch Interview, glaube ich, mit dem schönsten Mann der Welt. Es ist der einzig wahre König. Ja. Das ist meine Krone, mein imaginärer. Du hast wirklich nichts Besseres zu tun als die ganze Zeit. Ja, ich nehme meinen Job ernst, Alter. Was sagst du jetzt? Also, ich mache einfach drauf. Jordi muss da irgendwas schneiden oder der da. So, jetzt gibt es eine kleine Nachbesprechung. Oh, nee. Sollen die dich rausschneiden? Ja.
Abgelehnt. Was sagst du zum Spiel? Du wirst gepixelt. Man weiß nicht, wer du bist. Ich sag meine Meinung lieber nicht. Okay. Öffentlich. Na gut, jetzt besprechen wir ein bisschen, da muss ich die Kamera ausmachen. Aber ich nehme euch später wieder mit. Oh, ist immer krank, ey. Man verschwendet so viel Zeit auf der deutschen Tour, weil man die ganzen Leute kennt und dann immer aus dem Gelaber nicht rauskommt. Ne, Dirk? Sven, du bist halt Superstar, das ist schwer für dich hier. Nein, ich kenne einfach viele Leute. Ja? Unabhängig also von den anderen, aber die Leute, die mitspielen. So, davon kennt man so viele, dass man mit jedem irgendwie 10 Minuten labert und am Schluss ist man 2 Stunden noch da. Ne? Bodenlos. Das ist ein hartes Leben für dich. Jung, dynamisch, erfolgreich, gut aussehen und dann auch noch die ganze Zeit vollgelabert werden. Ja, ich muss das alles noch lernen mit Social Media, aber ich versuche jetzt mein Bestes hier. Ja, ist gut gemacht. Vor allem hier ich habe auch schon Ärger gekriegt. Nach dem Sieg direkt Kamera. Dass ich fokussiert genug bin. Ah, von Stuli? Nein, ich sag nicht von wem. So ein Quatsch. Was ist ja, jetzt? Ich schau mal. Ich muss ein bisschen einschränken. Guck mal, das Geilste ich muss immer, ein bisschen einschränken. Ich darf jetzt nicht mal vor, wenn Sven das Turnier gewonnen hat, dann ist das viel geiler. Das Turnier gewinnen und dazu noch so Einblicke liefern, das ist das Beste. Ich bleib da dran. Dann morgen. So, das Leben im Leistungssport ist ziemlich langweilig und eintönig. Wir haben quasi zur selben Zeit heute Spiel, 14:30 statt 15 Uhr. Deswegen geht es jetzt auch wieder hier in die Aktivierung. Diesmal um 10. Paul will ein bisschen mehr Zeit haben. Aber Wetter ist auch okay. Von daher war schon in Ordnung, jetzt noch ein bisschen früher gehen. Ah, ist geil. Hier im OSP haben wir auch so einen geilen Pool. Heute ist das Wetter ein bisschen besser, deswegen bringe ich da heute jetzt einfach mal rein. Bisschen Abkühlung, bisschen wach werden, damit wir nachher gut spielen können. Der alte Mann hat sich auch getraut. Eine Rarität. Eine Rarität. Wie alt ist diese Jogginghose? Wie alt ist diese Jogginghose? Komm, was kostet deine Outfit? Sven Winter. Was kostet dein Outfit? Schuhe? Warum sonst? Schon 6 Jahre alt? Nee, die sind erst ein Jahr alt. Okay. Ein halbes. Hose? Auf jeden Fall schon abgeschrieben. Hoodie auch nicht mehr die aktuelle. Hoodie auch nicht die aktuelle Kollektion. Gesicht ist was wert. Haarschnitt 17 Euro. 17 in Hamburg? Ja, beim Türken sogar. Alter. Also erstmal ist das Problem, dass du nicht auf Null gegangen bist. Ich finde, dass der Mid- bis High Fade geht. Sieht halt komisch aus, wenn so lange. Du musst halt bei Null starten. Ist auf 1. Ja, ist Quatsch. Also du hast gerade, gerade ist wieder das Beispiel dafür, ein sehr, sehr schöner Mensch, der sich versucht hat, in eine etwas schwierige Hülle. Ja, ist mir halt auch einfach ein bisschen egal, ne? Auf dem Feld siehst du gleich gut aus, Svenny. Ja, das ist das Wichtige. Die Hose ist nice. Sag dir mal, dass ich da 2 Flaschen brauche. Was für Flaschen brauchst du? Ich brauche 2 Wasserflaschen. Hast du keine Wasserflasche dabei? Gehst du auf Plastikflasche? Hä? Nein, ist nicht nachhaltig, aber ich brauche für meine Freundin brauche ich eine Wasserflasche. Ja, brauche ich auch jetzt. Ja, okay. Musst du ja mal machen. Dirk, Alter, was hast du da für einen Humpen? Ja, ich bin 5 Gramm. Hast du dich schon voll geplattert? Dirk, was ist das denn? Was ist das denn? Jeden Tag. Ja, aber was ist das für ein Behälter? Ja, er ist halt einfach... Und da ist auch, hast du da Zimt oder ist es braun einfach schon geworden? Das ist Zimt. Oh, das ist auch diese... Und braun. Da musst du doch 2 Liter Wasser trinken. Was ist das für eine Konsistenz? Da ist 1 Liter Sojamilch drin. Ja, aber danach musst du auch 1 Liter Sojamilch nochmal trinken. Ey. Da kriegst du einen richtigen Brand. Jetzt gib die Flasche her. So, tschüss jetzt. Ich hoffe, das wird was dann. Ich weiß nicht. Nee, ich filme super wenig. Lüge, 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 Lüge. Jetzt zu Hause, ja, da soll ich mich beim Duschen filmen? Oder wie? Ja, ich muss los, ich krieg schon Ärger. So. Hör auf, mich voll zu labern, ey. Jetzt gerade. So, gerade. Spiel gegen Fretschner Huster verloren. Schöner Winkel. Sichere Annahme. Wieder der Tempo passt. Und Philipp ist so da. Wieder drauf. Ist ein guter Ausschlag, der ist. Schön weggedrückt. Aber den kann er einkatern. Und das ist es. Ja. Stark gemacht. Philipp Huster und Simon Fretschner. Sehr tough. Das ist immer die interne Konkurrenz, ne? Da willst du nicht verlieren. Ja, ganz schön fest. Erstmal sacken, aber muss dann auch sacken, auf jeden Fall. Und wir nachher dann ordentlich loslegen können. 19:15 geht's weiter gegen Fretschner Sova. Nächstes Hamburger Duell, was wir natürlich gewinnen wollen. Wir wollen ja jedes Spiel gewinnen, aber die tun mehr weh, wenn man verliert und schmecken besser, wenn man gewinnt. Naja, geht erstmal ab nach Hause, runterkommen. 2 Stunden später. 1 Stunde bis zum Spiel. Jetzt wieder angekommen am Venue. Muss mal schauen, ey. Bin noch nicht so da, habe ich das Gefühl. Aber ja, manchmal muss man auch seinen Job machen, ne? Ist nicht immer nur Freude. Aber ein bisschen anzünden muss ich mich auf jeden Fall. Wird schwierig genug. Also wenn die beiden gut drauf sind, dann sind die richtig gut. Mal schauen, ob wir die halt so stören können. Oha, muss gerade mal schauen. Ehemaligen Topstar. Julius, die Kamera hier. Du bist auch drauf jetzt. Nee, keine Paparazzi. Ey, er hat kaputt gemacht hier einfach. Was soll die Scheiße? Ich guck mal hier so ein bisschen rein.
Man sieht es jetzt hier nicht so richtig. Aber sind schon ein paar Leute da, ey. Also es könnte schon Bock machen. Aber ich glaube, es könnte auch unangenehm von mir sein, weil normalerweise, wenn ich in so einer Stimmung bin, dass ich so ein bisschen Gas geben muss, ja, dann wird es manchmal ein bisschen unangenehm, weil dann bin ich häufig ein bisschen drüber. Aber ist schön. Dann wird man halt sehen, ob das reicht und ob mich danach irgendwelche Leute noch mögen. I doubt it. Auch mal ein bisschen Badass sein. Keine Ahnung. Ja, jetzt, wo ich so drüber spreche, habe ich eigentlich Bock. Weil das macht mir eigentlich schon immer Spaß, dann so richtig eklig Gas zu geben. Olaf und ich und Bier im Kommentar. Also jetzt kann keiner mehr meckern. Außer wieder die, die jetzt vorher die Scheiße fanden. Okay, schön. Sven. Also eine senkrechte Bewegung zum Netz zu machen oder eine parallele Bewegung zum Netz ist echt krass. Weil der ist auch lecker. Der ist aber... Oh, wow. No way. Was ist das für eine Sicherung? Er geht aufs Highlight und Paul hat was dagegen. Nee, komm. Oh, nice. Oh, Sender. Oh, ja, leider auf der anderen Seite. Sven. Nochmal nice. Gönn. Es ist WM-Winter. Du hast ein bisschen Quatsch erzählt. Chemietante war es nicht. Nee, Chemietante war letztes Jahr hier in Hamburg, oder? Du warst genau deswegen mit. Aber eigentlich, Lukas, doch, wenn man ihn ein bisschen auch... Oh nein, das ist keine gute Annahme von Sven. Durchgewuchtet! Ziehen wir das Ass noch? Ja. Kurz davor. Wollte er. Da war nochmal alles locker. Und da ist aber jetzt die Chance. Ich glaube, Robben war dran. Ja. Rüber, ja. Und Sven haut nochmal Vollgas ein rein. Fretschnasova, staying alive. Und wir müssen Paul und Sven hier leider mit dem fünften Platz verabschieden. Sogar der Gimmel hat keinen Bock mehr. Sehr, sehr tough. Ich nehme auf 5 raus. Das schmerzt. Ich glaube, wir müssen abklemmen. Aber ich habe jetzt den ganzen Block gemacht. Soll ich nochmal machen? Du hast ja gar nichts gemacht. Kannst auch nochmal übernehmen für morgen. Ich weiß nicht. Für heute Nacht? Für heute? Ja, ich glaube, da machen wir, nehmen wir nicht mit. Nee, das können wir nicht machen. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da. Macht die Glocke an. Und auf jeden Fall Sven.winter- auf Instagram abonnieren. Für weiter so solch inspirierenden Content. Jordi, Musik drunter. Nee. Ist so scheiße, Alter. Haut rein, macht's gut und folgt auf Insta rein.